Hey Leute, willkommen zurück zu Ghost of a Tale. Es geht draußen weiter hier am Turm und dort ist wieder die Wache. Ja, Diluin hat uns geholfen. Und sie sagte, wir sollen sie jetzt bei der Waffenkammer treffen. Das machen wir natürlich gleich mal postwendend. Ich habe noch andere Quests. Zum Beispiel soll ich wieder zurück zu Gusto und Fatale. Was habe ich noch? Ach, den Frosch. Ja, ja, ich komme wieder zum Frosch. Ich habe nämlich die Beeren für seinen Bart. Nee. Komm. Dreh dich mal um jetzt. Mach weg. Mach weg. So, wenn ich jetzt gesehen werde, ist nicht so schlimm. Ich renne einfach durch. Und spring mal hier runter. Auch wenn es ein bisschen wehtun wird. Ich bin auf den Hintern gefallen. Oh nein! Ich dachte schon, es ist was passiert. Alles nicht schlimm. Alles nicht schlimm. So. Ich will, wie gesagt, eh nur hier durch. Ach, die könnten aber auch mal langsam ein bisschen die Wachen ändern, oder? So. Guck mal, die Ausdauer, die geht gar nicht mehr voll. Wahrscheinlich habe ich jetzt Herzrasen bis zum Hals, du. Oh, oh. Das fühlt sich aber auch kaum mehr auf, irgendwie. Guck mal, warum ist das so... Manchmal ist es halt schnell, manchmal langsam. Ich glaube wirklich, es hat was damit zu tun wie... Weh. Ja. Wie gut wir ausschlafen. Ich gerade der Schnellste bist du, ne? Ja, ich glaube wirklich, dass... Warte mal, vielleicht soll ich mal was essen. Also gut, wenn ich was esse, dann geht's halt... Okay, doch. Ich glaube, es hat was mit unserem Appetit zu tun. Oder sogar Hunger. So, schön. Ach Gott. Hoffentlich bin ich jetzt das letzte Mal hier unten. Das ist auch ein bisschen anstrengend mit diesem blöden Frosch. Ich meine, wie viel Platz hat der in seinem Darm, dass er jedes Mal das Zeug hier, ne, in seinem Klo lagern muss? Warum schleichst du hier rum? Hier, ich hab die Bären für deinen Bart, Kerold. Worauf ratest du noch? Dann schwing mal die Büste, Kleiner. Schneeweiße Haarsträhnen bleiben in den Borsten der Bürste hängen, als du damit den verfilzten Bart des Frosches bearbeitest. Bald hast du genug Haar, um dir einen eigenen Bart zu machen. Ich hab's so gewusst. Das ist nämlich der, den wir für das Königsoutfit haben müssen oder brauchen. Jetzt steck mir die Bären in den Mund. Sind rote Bären nicht giftig? Ja, und ihr Saft macht einen wahnsinnig. Heißt es. Aber ich mach mal schon seit Jahren, so und sieh mich nur mal an. Der Frosch kaut eine Weile auf den Bären herum, bis sich eine matschige, blutrote Pampe gebildet hat, die ihm aus dem Maul über sein Kinn unter den Bart läuft. Jetzt steh da nicht so rum und halt den Maul auf dem Pfeil für Reibis und Freibis nicht in die Augenbrauen. Du massierst die süßlich stinkende Pampe zögerlich in Kerolds Bart. Ach. Und was sagst du? Meine Güte, du siehst aus wie eine Kaulquappe. Ach du kleiner Schammer. Bist du fertig? Dann mach, dass du rauskommst. Okay, ich geh da mal, ja? Klemm dir den Schwanz an der Tür ein. Super, ich habe schon wieder einen Teil des Kostüms. Haha. Perfekt. So, was haben wir noch? Waffenkammer ist als nächstes angesagt. Soll ich da jetzt direkt hingehen? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht erst nochmal schlafen gehen soll. Wegen Gusto und Fatale vielleicht, ha? Ansonsten hier ist wohl nichts mehr, was mir weiterhilft. Das ist aber unheimlich, wie die Kamera hier rumfährt, weil das so ein tiefes, tiefes Loch ist. Aber warte mal. Oh, die ist voll, gut. Ach ja. Wie oft man hier einfach mal langläuft, oder? Web. Hehe. Die merken das gar nicht. Na, fast hat er es gemerkt. Na, die lahmen Ratten. Oh Gott, die ist gerade am Rückweg. Na, hey. Ja. Lass mich. Oh nein. Oh nein. Haha. Oh, was ist eigentlich, wenn die das sieht? Ich meine, okay, gut, sie hat mich gesehen, aber...
Nicht, dass die Tarnung aufliegt von Silas, wenn er sieht, dass ich da jetzt gerade hochgehe. Der Rattenmann da eben. Aber gut, alles gut. Hey Silas, bin wieder da. Ich muss mal ein bisschen schlafen gehen, ja. Bin sehr, sehr müde. Warte mal, was haben wir denn? 4.06 Uhr. Och, dann ist ja eigentlich nicht mehr so weit bis morgen, aber das verbringe ich jetzt mal im Bettchen. Ja, hey, hey. Mal wieder Zeit, dass wir mal ein paar Stündchen schlafen hier, finde ich. Der arme Thilo, der ist immer noch am Durchmachen und, ne? Na gut, wir suchen unsere Frau, oder er sucht seine Frau, sagen wir es mal so. Ich weiß ja, wo meine Frau ist. Okay. Alles in Ordnung? Ne, ist alles gut. So, dann bringe ich dann mal ihren Kompass. Ah, es wäre schön, wenn ich endlich mal einen letzten Teil für diesen Waldläufer-Vierlefanz finde. Und da muss ich nur noch auf die Nordklippe schaffen, aber da komme ich halt nicht hin, weil dieses doofe Tor die ganze Zeit noch verschlossen ist. So, der Bart. War gut. Sieht aus wie ein hagerer Rattenrekrut. Kann ich da nicht nochmal den Schmied fragen, ob er sie leichter kriegt? Er hat doch gesagt, hätte er noch mehr Zeit, dann hätte er sie noch leichter machen können. Und ich meine, was habe ich, wenn ich Zeit, oder? Mal gucken, vielleicht geht das ja wirklich, das wäre der Wahnsinn. Wenn ich was dafür gebe, natürlich, versteht sich. Ja, du bist der roten Pfote beigetreten, wie ich sehe. Rätsel? Nee, hatte ich schon die Ringsymbole. Ein paar Dinge suche ich. Schlüssel für den Boden. Nein. Kleidungsstücke. Gewand des Königs. Ja, da kann ich dir helfen. Gut, gib mir 6 Florinen, ich zeige, wo es lang geht. Warum habe ich immer noch 69? Ja, komm hier. Viele noble Ratten liegen in den Katakomben begraben. Und der Kommandant hat feine Gewänder für zeremonielle Anlässe und dergleichen. Kannst du mir eine Krone machen? Ich werde Gold brauchen. Mindestens 7 Klumpen. 7 Goldklumpen. Oha. Alles klar, die sollst du bekommen. Na schön, brauchst du sonst noch was? Ich habe schon 4. Ha. Ja, ich brauche ein paar Dinge. Goldklumpen. Nee. Weiß er wohl nicht. Ah, ich bin immer auf der Suche nach genug Gold für die Krone. Such mal direkt am Wasser, unten am Strand. Kann ich dir sonst noch helfen? Ja, das war's. Alles klar. Das ist ja... Okay, dann kann ich die Rüstung des Königs... Also diese Königsverkleidung wohl gar nicht so finden, oder? Ich brauche auf jeden Fall Gold dafür. Ich habe schon gedacht, das wäre für gar nichts gut, sondern einfach so zum Sammeln, aber was ist hier wohl für nichts gut, oder? Ist immer alles für irgendwas gedacht. Zumindest war es bisher so. Wen haben wir denn da? Hier hat nicht einer von euch... Nee, hier hat nicht einer von euch gesagt, dass er einen Kompass braucht. Ja, vor 5 Tagen oder so. Der funktioniert ja gar nicht. Die Nadel klemmt und zeigt immer nur nach Norden. Ah, wir wollen nach Norden. Das passt doch dann perfekt. Also gut. Was möchtest du lernen? Ich würde sagen, tiefer Fall. Die Woge, was war das nochmal? Tiefer Fall. Meine Spezialität, pass auf. Wir können dir zeigen, wie du dich vom harten Aufprall nach... Vom harten Aufprall nach einem tiefen Fall schneller wiederholen kannst. Ja, ja, wenn ihr sofort nicht werdet. Ach, die Woge. Erklärst du ihm, Gusto? Ausdauer im Nu wiederholt. Oh. Okay. Durch die Atemtechnik. Na gut, das war's fürs Erste. Also, was jetzt? Jetzt warten wir. Wir warten? Worauf warten wir? Auf die richtige Gelegenheit. Der Kommandant hält die Wachmannschaft in höchster Alarmbereitschaft, seitdem der Wärter abgemurkst wurde. Ja, es ist mir auch aufgefallen. Es ist besser, wenn wir keine Aufmerksamkeit erregen, bis man den Schuldigen gefasst hat. In der Zwischenzeit könntest du so viel Essen besorgen, wie nur möglich. Es wird eine recht lange Reise. Okay, ich gehe dann mal, ja. Alles klar, dann hat sich das wohl erledigt. Dann war's das mit der Quest. Diverses, was ist denn noch? Ach ja, die Urne. 2 Stück sogar. Hä? Ich jetzt mal, warum ich die zweimal? Ich meine, wie viele Reste von dir gibt's denn bitte? Ist so eine wird wahrscheinlich eine Fälschung? Nee, vielleicht sind sie auch mehrere. Vielleicht war sie einfach ein bisschen zu mächtig, als dass sie in eine gepasst hätte. Oh, habe ich hier schon mal? Habe ich auch schon gesucht. Ach, wie schön ist das, wenn man einfach mal einfach weiterkommt.
einfach mal einfach weiterkommen. So, da ist die Waffenkammer. Wo ist jetzt die Luin? Die muss hier irgendwo sein. An der Treppe zur Waffenkammer. Immer noch nichts. Ich muss hundertprozentig die Wand aufsprengen. Und dann muss ich noch unten im Kerker, beziehungsweise in den Katakomben, mich mal umschauen. Was haben wir noch alles? Also ich habe die letzte Rattenwache noch nicht gefunden. Dann habe ich... ja, die letzte Ausrüstung in den Katakomben nicht gefunden. Das soll ja noch das Königszeug sein, hat der Schmied gesagt. Was noch? Hm. Einiges. Ist noch einiges zu finden wahrscheinlich. Ach, da ist sie ja. Ja. Wahrscheinlich sagt sie mir genau das. Ich brauche das Sprengzeug, was unten in der Kammer liegt. Aber den Schlüssel habe ich natürlich nicht. Wer ist es, der dort kommt? Jalan? Ich bin's, Thilo. Thilo der Barde. Willkommen, mein guter Mäuserich. Wenn du eine Frage hast, so sag sie bitte. Wo ist der Dieb? Ich sehe ihn nicht. Der Dieb? Die Maus ist hier, unter diesen Steinen. Oh Gott, was ist passiert? Oder wie ist das passiert? Eine Menge Pech und die Tatsache, dass keineswegs alles Gute von oben kommt. Ja, hat er gelitten? Nun, er wurde zerschmettert, mein guter Mäuserich. Von einem Berg aus Steinen. Ich denke nicht. Ja gut, dann hat er den Schatz mit an sein Grab genommen. Oh, nichts ist auf ewig verloren. Die Zeit wird aus diesem Stein Staub machen. Die Zeit oder ein Topf Brisanz. Oh, Brisanz. Wie soll ich denn in die Poten kriegen? Am Fuße dieser Treppe liegt die alte Waffenkammer. Vielleicht findest du dort das, wonach du suchst. Ja, gibt es was ich als Gegenleistung tun kann? Vielen Dank erstmal, ne? Ich habe kein Recht, euch das zu fragen, mein guter Mäuserich. Aber willst du dich um die Gräber meiner Gefährten kümmern? Viele von ihnen liegen in diesen Wäldern begraben. Zünde ihren Namen mit einer Kerze an, damit man sich an sie erinnert. Bitte nimm dies. Oh. Wow. Am Fuße von Jotus Obelisk steht eine Truhe. In ihr findest du Anweisungen, die dich in dieser Mission leiten werden. Okay, ist das alles, was ihr braucht? Du hast so viel für mich getan und dennoch gibt es eine weitere Sache, um die ich dich bitten möchte. Meine sterblichen Überreste und die von Berg liegen hier überall verstreut. Kannst du sie einsammeln und wieder in mein Grab legen? Ich möchte meinen Frieden finden, an der Seite meiner wahren Liebe. Na gut, woran erkenne ich die Überreste? Sie tragen meinen Namen und die von Berg den seinen. Und wenn du diese Bitte gewähren würdest, werde ich dir im Gegenzug etwas Kostbares geben. Bis dahin muss ich an Schatten bleiben. Oh, na gut. Also es ist doch mehrere Teile. Ich meine, gut, dann haben sie halt die Urnen aufgeteilt. Aber ich werde das jetzt mal eben machen für die beiden. Das ist ja nicht wild. Das kann ich ja wohl erfüllen. Sie hat mir auch mehr als ausreichend geholfen, würde ich mal sagen, oder? Das Dumme ist, ich kann jetzt um die Uhrzeit leider keine Mitternachtspilze finden, die ich noch brauche für den komischen Arzt unten, diesen Pestarzt, den Mäuserich. Und wo bitte hat sie den Schlüssel transportiert? Ist ja egal. Ehre die Toten und Wartturmkarte. Aha. So, wo haben wir es denn? Bei Bücher ist das. Zu viele sind hier... also erstmal Ehre die Toten, ja. Zu viele sind hier bei der Verteidigung der Fanfare gefallen. Ihre Namen bis auf 9 auf immer überreicht an Erinnerung, Tod und Zeit. So stehen diese 9 Namen für die Opfer aller und so brennen diese Kerzen auf ewig an ihrer Stadt. Und sollte ein eisiger Wind ihre Flammen löschen, so mögen alle guten Seelen die Kerzen wieder entfachen in der Reihenfolge, in der unsere 9 ehrwürdigen Helden fielen. Jote fiel zuerst hier an der Waldespforte. Ich schaue das mal auf. So, also erstmal Jote. So. Danach Uhl, der Bogenschütze. Uhl, so. Als er gen Norden in Richtung Heimat blickte. Als nächstes ging Berg von uns, bevor Kanlun westlich der Fanfare fiel. Berg. Kanlun. So. Wir gingen auf den Nordhang unter der Brücke im Schatten ihrer geliebten Eiche. Oh nein, der Name fehlt. Hä? Viel. Warte mal, da mache ich Fragezeichen. Und dann mache ich Hä? Punkt, Punkt, Punkt. Viel mit Blick auf die Velia-Ebene im Licht der untergehenden Sonne. Die zwei Schwestern kämpften und starben zusammen. Wände zuerst unter den Bögen und... na gut. Also Wände. Und Punkt, Punkt, Punkt.
Gleich unter ihr. Hm, ging allein von uns, zuletzt von dem Ruf der Fanfare. Und dann nochmal. Okay. Ja, super, dann... geh mal weg. Jote kämpfte und starb voller Anmut. Das ist der erste. Würde ich sagen, wir machen einfach mal eine Kerze für ihn an. Oder sie. Hä? Ja, und jetzt? Was soll ich denn... Beseitige das Geröll? Hm. Die Pilze, Gefäß der goldenen Lösung. Kümmere dich um die Gräber der Gefallenen. Ja, ich soll doch eine Kerze entzünden, dachte ich. Ich glaube nicht, dass das so geht. Ach, warte mal, vielleicht. Mit dem... Nee, auch nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Entzünde eine Kerze für jeden gefallenen Kameraden Diluins. Im Wald bei Jödes Obelisk ist ein Gebet, gibt es ein Gebet, das dich in deiner Aufgabe leiten wird. Nach dem Gebet soll es für jeden Helden eine Kerze angezündet werden in der Reihenfolge, in der sie fielen. Ja, aber wo mache ich die? Wo kann ich die Kerze dann? Kann ich die irgendwo platzieren vielleicht? Ah! Wow. Das fackelt aber ganz schön. Hilfe, Hilfe. Ja, alles klar. Nummer 1. Brauche ich den? Nö, schade. Schaumköpfchenpilz. So, als nächstes kommt dann Uhl. Das war hier oben. Aber ich komme an die anderen Gräber gar nicht dran. Dafür muss ich dann wahrscheinlich unten wieder den Kerker öffnen. Also da, wo das Lager ist. Quatsch, Kerker. Nee. Das Lager hier für dieses Brisanz. Ja. Oh, ein eisiger Wind weht. Er lässt die Kerze des Obelisken erlöschen. Was? Das ist ja Berg. Entschuldigung. Habe ich den ersten jetzt noch gewertet? Nein, habe ich nicht. Verdammt. Da habe ich mich vertan. Es tut mir leid, es tut mir leid. War keine Absicht, ich war fest der Überzeugung, dass das hier Uhl ist. Ja, guck mal, man sieht die sogar auf der Karte, die Obelisken. Ah, und unten sind die restlichen, ich hab's doch gewusst. Ja, ist mal das. Das ist der nächste. Das ist dann... Kalon. Ne, Kenlon. Oh, aua! Sag mal, ich hab doch alle kaputt gemacht. Stell die wieder auf? Das ist ja gemein. Das ist richtig gemein, Leute. Alter, ich habe wirklich noch nicht alles abgesucht. Da wäre ich ja selber doof. Ich glaube, ich war auch noch nicht so oft tagsüber hier. Da sieht alles ganz anders aus. So, das ist der nächste. Das ist gemein mit diesen blöden Fallen da. Du müsst ja fast schon den Fuß abknipsen, du. Na, das ist cool. Gut. Das nächste ist dann Berg. Hast du vielleicht Schlüssel oder so? Nee, ne? Oh Mann, bei Tag hilft das überhaupt nicht, glaube ich, der rote Nebel. Da sehe ich echt keinen Hinweis, dass da irgendwas liegen könnte. Da. Nächster. Ja, diese Latscherei. Aber warte mal, das ist total falsch. Das ist nicht falsch, aber das dauert ewig, wenn ich da unten jetzt langwatschle.
Ja. Erstmal eine kleine Abkürzung. Was mache ich denn? So, Kellen. Das müsste Kellen sein. Nochmal, ja. Einmal verbrennen. Ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes hin soll. Es gibt eigentlich so viel zu tun noch. Also viel zu untersuchen. Ach, guck mal, da ist schon wieder... Das ist so fies. Macht die Ratte das vielleicht wieder auf, die Fallen? Blödes Vieh. Aber warte mal. Geh mal hier hoch, weil vielleicht... Irgendwo muss der Schlüssel doch sein. Hat die jetzt den... Vielleicht einstecken, die Ratte? Ich meine, vielleicht ist es dann erst so, wenn man im Spiel soweit ist, sonst kann man den Schlüssel nicht klauen. Das wäre ja dann vielleicht ein bisschen voreilig. Dann könnte man das vorher schon alles hier erreichen. Und das ist ja wohl nicht die Absicht. Nee, sieht nicht so aus. Hey. Hey, warte mal. Rattenmann. Red mal mit mir. Bitte. Hallo. Hey. Hey. Warte mal, ich soll vielleicht meinen Stock wegpacken. Red doch mal mit mir, bitte. Ich bin so klein und du machst so ein paar Schrittchen und schon hast du mich wieder eingeholt. Hör auf, geh weg. Hey, red doch mal mit mir, bitte. Hallo. Okay. Das geht wohl nicht. Wie komme ich an diesen doofen Brisanschlüssel? Ist halt immer noch leer, ne? Oha. Was ist das denn? Nun gut. Kann ich jetzt durchs Nordtor vielleicht? Oder ist das immer noch verboten? Ich wette, es ist verboten. Hey, komm, lass mich doch bitte raus. Na gut, dann halt nicht. Soll ich vielleicht mal mit den beiden Mäusen reden? Ansonsten, mir fehlt dann echt nur noch der Grünohrling und... Oh. Und diese vier Mondscheinpilze da oder was auch immer. Ja, ihr beiden, na? Er ist zurück. Ich sollte mal gehen, ja? Nee, da muss ich wohl wirklich nochmal runter in die Katakomben, Leute. Und mich da vielleicht nochmal richtig umsehen, wer weiß. Zu Silas muss ich auch nicht gehen, weil der kann mir auch nicht helfen mit dem silbernen Ring. Urnen, genau, ich brauche Urnen. Sehr schön verarbeitet. Die sind bestimmt schon fast 1000 Jahre alt. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Damit musst du allein zurechtkommen, Maus. Na schön, brauchst du noch was? Ja. Bin unentschlossen. Ja. Okay. Hab eine Frage. Nicht so wichtig. Nein, danke. Kannst mir nicht helfen. Mir kann keiner mehr helfen. Alles aus und vorbei. Ich frag mich ja... Ich habe hier nochmal alles abgesucht. Ich schwöre euch, ich habe alles genau abgesucht da drin im Lager. Irgendwo muss noch was sein. Also die Freya war zumindest fest der Ansicht, dass es so ist. Ich habe leider aber nichts mehr gefunden letztes Mal. Ja, weiter rauf wird's nicht... Ja, ich wollte schon sagen. Weiter rauf wird's nicht gehen. Ja, ich habe ein bisschen Bammel vor den Katakomben, Leute. Und ich muss immer noch was finden, das schwer genug ist, dass ich da reinkomme. Ja. Ich glaube, ich werde vielleicht doch mal die Lampe nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich sehe ich keine Würmer mehr. Hm.
Sieht mir aber echt nach Würmern aus, oder? Warte mal, ich kann aber noch die andere Spinne erledigen. Ich habe noch diese Tannenzapfen. Eigentlich ganz schön fies, oder? Das explodierte Tannenzapfen. Arme kleine Spinne. Na, und auch mit Leuten reden. Ich meine... Na gut, das war halt die Luine, aber die ist jetzt weg. Trotzdem. Oh Gott, dieser Vogel. Ich habe immer so ein bisschen Schiss vor dem Vogel. Dass der hier nochmal vorbeikommt. Der frisst mich mit einem Haps. Ich meine, Vögel sind jetzt nicht unbedingt so die Mäusefresser, aber... Ich vertraue hier gar nichts. Ich meine, ich bin eine verdammte Maus. Die kann gar nichts machen. Die ist einfach nur Futter. Guckst du blöd, dann bist du Haps. Haps weg. Ja, der Vogel ist da. Der ist ja da drin. Guck mal, dieses Vieh, wie es da drin sitzt. Garstiges Vieh. Ich meine, du hast mir nichts getan, aber... Trotzdem, ich sag jetzt einfach mal so, du bist garstig. Aber irgendwas ist da ja offensichtlich, ja? Was ist bei dem Vogel? Kann ich nicht mit ihm sprechen, aber das wäre bescheuert, oder? Hey Vögelchen, du kannst nicht reden, zufällig, oder? Ich meine, wenn man jetzt annehmen kann, dass Mäuse und Ratten miteinander sprechen oder generell sprechen können, warum können es dann Vögel nicht? Ich meine, die sind viel größer. Nicht, dass es was zu bedeuten hätte, aber ich meine... Größer allein gibt er mir nicht die Fähigkeit zu reden oder so. Nur ist es halt irgendwie... Weiß ich nicht. Hey. Wieso will Theater machen, Spinnchen? Oh. Die Lüne ist wieder hier. Warum denn? War auch nichts mehr, ne? Wo denn hier? Was? Rolo? Was? Ich mach das später, Leute. Ich will erstmal alles sammeln. Huch. Okay, automatischer Speicherpunkt. Speichere. Ja. Oh, Spinnchen. Ich bin total in Panik. Oh, ich habe die Spinne gekillt. Miss Spidey. Was? Die Überreste wurden vor einiger Zeit um ihr Hab und Gut gebracht. Die ist auch schon tot. Hä? Kann nicht sein. Da muss doch noch mehr sein. Musst du irgendwie auf die andere Seite der Tür kommen. Irgendwie muss ich darüber. Und die Leiter, die gehe ich nicht immer runter. Also die Treppe. Ja, das war die Treppe des Todes. Da bin ich letztes Mal in den Tod gefallen. Warte mal, hier lang. Oh. Ich würde sagen, wir speichern erstmal. Jetzt warte ich noch ganz kurz, bis die Kerze hier ausgebrannt ist. War ich da schon, da oben? Weiß es gar nicht, okay. Ah, ich glaube, hier habe ich die
Ja, da habe ich den Wurm entschärft. Hehe. Aber ich bin den anderen Weg ja noch nicht weitergegangen, da wo ich jetzt eben jetzt hingehe, ne? Ach, guck mal, da gibt es noch Pilze. Ah. Muss vorsichtig sein, nicht, dass hier noch diese Spinnen lauern. Na, das ist ein Wurm, genau, das ist ein Wurm. Problem ist, ich habe nur noch eine. Mistvieh. Die Spinnen weben, als hätte er sich eben bewegt. Oder? Oh! Oh nein, wie komme ich denn da vorbei? Hier vielleicht, ha? Ach Mann. Blödes. Okay, ich lass dich mal, ja. Aber ich schwöre dir, ich komme wieder, wenn ich irgendwas habe, um dich zu erledigen. Oh, eine Urne. Und ein Banner. Oh, ich habe so ein bisschen Angst, dieser Gang sieht schon so... Ne? Ne? Sieht er, oder? Geht mir nicht nur alleine so. Ah. Na, endlich. Da habe ich ja was. Da habe ich ja was. Natürlich muss ich hier abstellen. Ah, okay. Das Problem ist, ich kann die leider nicht mitnehmen darüber. Ich kann ja nicht fliegen. Andererseits brauche ich das auch gar nicht. Ich nehme das jetzt mal. Oh nee, geht auch nicht. Mist. Ich komme nicht weiter. Also ich komme nicht mehr. Ja. Ich komme nicht mehr weiter, meine ich. Aber ich komme zurück natürlich. Ah, trotzdem, wo ist denn noch die eine blöde Ratte übrig geblieben? Was haben wir denn da? Oh. Oje, oje. Ja, aber hier geht's wieder raus. War der schmale Gang, durch den ich gekrabbelt bin ursprünglich. Ja. Ah, guck mal da. Die stehen bestimmt irgendwo dann hinter mir, so immer in den Ecken drin. So richtig fies versteckt. Ha. Soll ich das mal wagen? Ja. Oh. Ich bin hier doch schon lang gesprungen, oder nicht? Ja. Ja. Oh nein, nein, nein. Nee, doch nicht. Wie bin ich denn letztes Mal lang gegangen, wenn ich jetzt hier... Alles klar. Warte, ich muss hier schon gewesen sein, wenn ich da... Offensichtlich. Ja. Kerzen. Okay, gut. Leute, ich mach mal Schluss hier. Das war's für den Part. Danke fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Zu Ghost of a Tale beim nächsten Mal. Lasst mir Likes da und Kommentare, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Danke. Auf Wiedersehen.